Die Bewaffnung ist eine 155 mm Kanone. Die Panzerhaubitze 2000 ist auch in der Lage, aufgrund ihrer computergesteuerten Technik den Feind als einzelnes Geschütz mit sogenannten Salven zu bedecken. Das heißt, mehrere Schüsse werden abgegeben, während das Rohr erhöht wird und somit wird eine komplette Feuerlinie gezogen, die aus bis zu 8 Schuss bestehen kann. So, wir werden nun den Motor des Panzers starten.